Die EWE Baskets Oldenburg empfangen Ratiopharm Ulm am 5. Spieltag. Und die Frage, die sich alle stellen, wie ausgeschlafen, wie ausgeruht sind die Beine der Ulmer, nicht mal 3 Tage nach dem NBA-Gipfel gegen die Portland Trail Blazers. Die Antwort geben Justin Jaworski und Co. auf dem Platz. Früh drückt Oldenburg aufs Tempo und ist hier per Dreier erfolgreich. Auch sein kongenialer Partner Gino Crandall fühlt es früh, der nächste Dreier. Oldenburg führt relativ schnell und baut diese Führung in den Anfangsminuten immer weiter aus. Auch weil die Ulmer leichte Dinger liegen lassen. Und immer wieder drücken die Oldenburger aufs Tempo. Wieder geht es schnell. Jaworski aus der anderen Ecke erneut für 3. 10 Punkte Führung. Bereits früh im ersten Viertel. Zu selten. Entlastung bei den Ulmern. Hier mal ein geglückter Zug zum Korb von Santos. Insgesamt aber offensiv viel zu wenig von den Ulmern, um eng in dieser Partie zu bleiben. Die Oldenburger merken das, vor allem Gino Crandall. Der sieht, ich bin an diesem Tag schneller als alle anderen. Hier zieht er gegen Jensen zum Korb. Das einfache Finish für den Kapitän der Oldenburger. Und die Führung wird immer weiter ausgebaut, auch weil Lance Schormann in der Transition kaum zu stoppen ist. Hier im Zug zum Korb schiebt er den Gegenspieler vor sich her. Oldenburg führt zur Pause mit 17 Zählern. In Halbzeit 2 ein ähnliches Bild. Die Oldenburger finden ihre Spieler in den Spots. Schormann aus der Ecke für 3. Bang! Die Führung wächst und wächst. Den Ulmern fällt wenig ein. Die Würfe von außen fallen nicht. Am Ende werfen die Ulmer nur 31% aus dem Feld. Und zu selten sind so zweite Chancen wie hier von Tommy Klepeis erfolgreich. Oldenburg drückt permanent aufs Tempo. Wieder ist es Schormann aus der Ecke. Er macht insgesamt eine super Partie. 19 Punkte, 4 Rebounds für den jungen Deutschen. Und weiter wird aufs Gas gedrückt. Jaworski wieder für 3. Auch er mit einer absolut stabilen Vorstellung. 17 Punkte für den Topscorer der Oldenburger. Und defensiv immer wieder Turnover und Ballgewinne. Und wenn es im ersten Versuch nicht klappt, natürlich dann im zweiten. Lance Schormann ist schon wieder zur Stelle. Die Führung zwischenzeitlich auf über 30 Punkte angewachsen. Und einer hatte richtig Spaß an dieser Partie. Gino Crandall vernascht hier Weidemann, dann zum Korb. Und der Fingerroll. Wenig Leute in dieser Liga so stark im Abschluss am Korb wie Crandall. Und das beweist er auch hier in dieser Aktion. Vernascht hier erneut und der hoch abgelegte Layup. Crandall mit 22 Punkten, 7 Assists, sicherlich der herausragende Mann. Bei den Ulmern das ähnliche Bild, die Würfe zu kurz. Und deshalb bleibt das Highlight der Partie natürlich auch den Oldenburgern vorenthalten. Alen Pjanic mit dem Alley-Oop-Dunk nach Anspiel von Max Di Leo. Die Oldenburger tüten einen sicheren, souveränen 93-66 Erfolg gegen müde Ulmer ein. Mehr Social Content rund um Basketball hier bei uns bei Dein Basketball.